Herzlich willkommen zu einem neuen Rekordtag am deutschen Aktienmarkt. Höher, schneller, weiter ist derzeit das Motto von Anlegern. Weshalb auch die, die mit Aktien nicht so viel anfangen können, sich langsam fragen, was ist da eigentlich los? Die deutsche Wirtschaft sitzt im Jammertal fest und das Leitbarometer der 40 größten börsennotierten Unternehmen, der DAX, geht auf Rekordjagd. In der Tat hat der DAX seit Jahresbeginn rund 16% an Wert gewonnen. Zuletzt schoss er katapultartig über 19.000 Punkte, erstmals in seiner Geschichte. Heute wieder ein neuer Rekord. Der DAX mit rund 235 Punkten im Plus. Mehr als 750 gewann er diese Woche. Rund 19.474 der Wochenschlussstand. Von den global aufgestellten DAX-Konzernen geht es vielen besser, als die Depri-Stimmung im Land glauben macht. Irgendwo auf der Welt machen Konzerne immer Gewinn. Bei manchen lässt das Gewinnwachstum zwar nach, doch die Gewinne wachsen. Das ist entscheidend. Und ja, manch DAX-Gigant schwächelt, doch bei anderen läuft es immer noch gut. Darüber wird nur weniger geredet. Entscheidender als die Gewinnentwicklung aber ist für den DAX längst die Entwicklung der Zinsen. Ein Relikt aus der Finanzkrise, als mit billigem Geld und Nullzinsen das Geldsystem gerettet wurde. Seither ist die Liquidität hoch, bestimmt das viele Geld, das weltweit zirkuliert und nie mehr wirklich verknappt wurde, wohin Kurse laufen. Gerade jetzt, da die Zinswende begonnen hat, schichten Anleger ihr Geld, das sie in der Hochinflationszeit in höher verzinsten Papieren angelegt hatten, um in Papiere, die von niedrigeren Zinsen und billigeren Krediten profitieren könnten, in Unternehmensbeteiligungen, Aktien. Weltweit ruht die Hoffnung nun wieder auf den Notenbanken. Die EZB wird für den Euroraum, so die Erwartung, bis Ende des Jahres wohl 3 Zinssenkungen vollzogen haben. Dann stünde der Leitzins bei um die 3%. Auch die US-Notenbank Fed steuert auf insgesamt 3 Zinssenkungen zu. Der US-Leitzins läge dann bei ca. 4%, was US-Verbraucher, die meist auf Kredit leben, entlastet. Zinsen sind ein Instrument. Zugleich ergreifen Regierungen weltweit Maßnahmen, um Verbraucher zu unterstützen und den Konsum wieder anzukurbeln. Chinas Regierung hat diese Woche das größte Konjunkturprogramm seit der Pandemie erlassen. Umgerechnet gut 250 Milliarden Euro erhalten die hochverschuldeten Regionalregierungen und die chinesischen Verbraucher über eine Abwrackprämie für alte Haushaltsgeräte im Tausch für neue und als Zuschüsse für jede Familie mit Kindern. Zudem werden mit 127 Milliarden Euro die Banken, die auf faulen Immobilienkrediten sitzen, gestützt. Die Chinesen sparen, statt einzukaufen. Chinas Wirtschaft wächst so schwach wie seit Jahren nicht. Die Regierung stützt, wo sie kann. Und auch die chinesische Notenbank senkt die Zinsen. Schönes Wochenende.